So, moin Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet zu Far Cry 6. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und wir sind wieder kurz davor, eine Mission anzustreben, anzufangen, was auch immer. Und zwar sollen wir hier in das, was steht da oben, verlassene Hotel und zwei russische Zwillinge finden. Ja Mensch, sieht für mich mehr aus wie eine Schule als wie ein Hotel, finde ich. Naja, okay, gehen wir mal rein und versuchen nicht aufzufallen. Denn wir haben feinstes Feindgebiet hier wieder. Feinstes Feindgebiet, oh, das ist ja... Den muss ich mir merken. So. Ja, diese Schlösser halten richtig gut was aus, ne? Also, die erfüllen ihren Job. Excuse me? Oh. Eventuell? Okay. Der Corpo ist auch auf dem Start. Okay, das hier ist natürlich gefährlich. Da muss ich drauf achten. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. So, Mediziner, ich habe Weichzielmunition für dich dabei, extra auf dieser Waffe. Ich habe nur kein großes Visier, deswegen muss ich ein bisschen näher ran. Warte mal, war da auch gerade was? Ne, es ist nur... Oh, okay. Ist nur eine Vogelscheuche, alles gut. Oder, naja, gut. Ein Typ, der an einem Klettergerüst aufgehängt wurde. Auch nicht so schön. So. Der Sunny rettet euch auch nicht. Ne, der rettet euch auch nicht, vor allem, weil er keinen Helm auf hat. Es wird ihm noch teuer zu stehen kommen. Und zwar jetzt. Clean. Ich glaube, ich gehe aufs Dach. Auf Dach ist man immer zwar sichtbar für alle, aber da hat man immer einen besseren Überblick. Ich sag's, wie es ist. Ganz ehrlich. Oh, scheiße. Natürlich hat der Sniper auch einen besseren Überblick. Auf mich. Ich sehe dich, Scharfschütze. Gut. Dafür ist immer noch das Visier perfekt geeignet. Sprühkommando. Kann ich da hinten noch drauf schießen? Egal, machen wir so. Irgendwo hier muss ich hin. Naja gut, dann klären wir mal den Innenhof und schauen mal, das kann ich nicht. Komm schon, kletter doch. Okay, geh halt die Leiter hoch, meinetwegen. Mach's mir nicht so schwierig. Ach shit, ich merke, dass ich in Nisa hocharbeitet. Moment. Oh, okay, gut. Das konnte ich euch noch gerade so ersparen. Glück gehabt. Das ist aber auch eine scheiß Kältezeit momentan, ey. So, was ist hier? Wo sind denn die ganzen Gegner? Ich sehe nur Loot da unten, aber Gegner sehe ich keine. Wären sie frei, würden diese Tiere jede Menge Unheil anrichten. Kann ich die denn einfach befreien? Da ist gerade eine Kette abgefallen, oder? Ja. Der Krokodog ist da, aber... Der hat ja jetzt wirklich nur beschädigtes Fleisch. Der wurde gerade schon abgeschossen. Okay, wir müssen dann mal gucken, ob wir jetzt richtiges Fleisch aus dem Krokodil kriegen. Ach, scheiß drauf, wir machen das gleich. Aua. Okay, Fallschirm öffnen wir vielleicht eine andere Taste. Okay, ich habe für den scheiß Alligator jetzt die ganze Mission gefährdet. Oh, scheiße. Ich sehe einen Russi. Aber ist das Dimitri oder Vasili? Ja, Dimitri, der hat gerade auf jeden Fall auf die Fresse gekriegt. Und der kriegt da noch ein bisschen näher auf die Fresse. Ja, das eskaliert gerade ein bisschen. Scheiße. Ich hab halt nicht mal von dem Krokodil das Krokodilfleisch bekommen. Na gut, geh mal rein. Na komm. Ich will doch nur einen Kopf treffen, Leute. Macht's doch nicht so schwer. Der hat einen Helm auf, deswegen. Ey, das war doch ein Treffer. Den Film sehe ich doch von dir da hinten gar nicht. Was? Klar, schießen die mit Artillerie auf mich oder was? Das hackt wo. So, jetzt müssen wir gleich mal unseren russischen Kollegen wiederbeleben. Bitte, bitte, ich sterbe. Ich weiß nicht, wo noch Gegner sind, aber gut, machen wir mal. Bitte. Ah, moin. Und hier? Was ist meine Aufgabe in diesem Pool? Nichts. Okay. Das mit dem Krokodil ist unbefriedigend. Sagst du das? Oh. Ich hätte jetzt schon ganz gerne mal Krokodilsfleisch und das Spiel verrät mir einfach nicht, wie ich es kriegen soll. Muss ich es mit Nahkampf killen oder was?
Oder muss ich einfach nur Glück haben, dass ich das Fleisch nicht beschädige? Oder brauche ich einen Bogen? Ich meine, ich habe eine Armbrust. Das ist doch schon nah genug dran. Ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Durchsuche den Pool. Ach so, nach den Schlüsseln. Okay. Gut, dann schauen wir mal nach den Schlüsseln im Pool. Schön ein paar Leichen abdatschen. Mh, nice. Warum kann er das nicht selber machen? Okay, das war einfach. Cool. Du Hurensohn, ja, ganz genau. Sieh, ich hab ihn von deinem toten russischen Freund. Also, Rojas, der Schlüssel öffnet einen Safe im Hotel Via Rodia. Ich brauche das Hotel. Buch, das da drin ist. Was ist in dem Buch? Okay, das Death Note Buch oder wie sieht's aus? Ja klar, es ist wieder 1700 Meter entfernt. Wollen wir doch komplett laxen immer mit dem Scheiß, ey. Gut, dann holen wir halt jetzt unsere... Hier irgendwo muss noch eine Waffenkiste sein oder sowas. Holen wir das mal eben ab. Oh ne, shit, das waren nur Munition. Dann ist da hinten noch irgendwo eine Kiste. Dann holen wir die halt. Ach, das mit dem Krokodil schon wieder. Wie, was muss ich machen? Ich will doch nur diesen netten Begleiter. Ich habe denn gerade eine Regenbogenflagge gesehen. Wollte gerade sagen, das passt hier zu dem Land, glaube ich, nicht so gut. Hier irgendwo muss es doch sein. Wahrscheinlich im Obergeschoss. Hier. Hier ist die Kiste und das andere ist hier in deinem Tresen vielleicht. Was war denn das? Nee, irgendein scheiß Zettel, den will ich nicht lesen. Hey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Gebt mir doch mal eine Belohnung. Kann ich hier nicht hoch? Doch, kann ich. Okay, hier. Medizinische Vorräte. Nee, hä, das ist es auch nicht. Okay, wir gehen noch eine weiter hoch. Hier aber jetzt. Ja, gib mir alles. Eine Fahne. Wow. Eine lustige, tolle, wehende Fahne, die ich... Ach, was auch immer. Nehmen wir die Karre hier in den Gefangenentransporter und fahren wir 1700 Meter zum nächsten Punkt. Oh, wir sehen uns dort. Let's go. Irgendwann später... Okay, sieht aus, als kommen wir gerade wieder an dem Kontrollpunkt vom letzten Mal vorbei. Na, wenn es denn sein muss. Hallo, meine Freunde. Bin da. Legen wir los. Wer noch? Na, komm schon, ey. Das war doch ein Kopftreffer. Erzählt mir doch jetzt nichts Dummes. Ey. Der Captain, Alter, der legt los. Ja, komm, dann gib mir die feindliche Verstärkung. Quapo, komm. Erledige mal da. Hier ist das für mich. Wer ist denn hier noch? Ah ja. Ihr wollt es also wissen. Manchmal sterben die Leute auch ohne so ein rotes Fadenkreuz. Das ist ganz interessant. Also manchmal leiste ich auch so Headshots. Wapo, lass dir das nicht gefallen! Das hast du davon! Lass mal den Krokodil in Ruhe, Bruder. Kann man nicht angehen. Ich höre einen Helikopter. Kann ich das nicht? Jetzt machen wir das so. Aber wie immer kann ich den Spot jetzt hier nicht freischalten, habe ich das Gefühl. Yay! Ja, und jetzt? Ist keiner mehr hier und trotzdem kann ich das nicht freischalten. Ich hörte noch was am Himmel, oder nicht? Oder bin ich denn Gaga? Es muss dieser Kontrollpunkt sein, der verbuggt ist. Ich kann hier einfach nie einen Kontrollpunkt freischalten. Hier lebt doch auch keiner mehr. Ich habe doch drinnen das schon alles gelootet. Was soll der Scheiß? Hier drüben ist auch niemand, oder? Oh, hier ist der Schlüssel. Nee, die Geräusche kommen definitiv von den Autos. Ja gut, würde ich sagen, habe ich jetzt ein neues Auto. Ist doch beschissen. Er kann einfach den scheiß Kontrollpunkt nicht einnehmen, weil das Spiel meint.
Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Nee. Nee, wollt ihr euch irgendwie über mich lustig machen? Raus! So. Ach so. Kommt hier die Verstärkung noch, oder was? Oh, scheiße! Oh, bitte. Gut. Wenn das hier nichts bringt, dann gehe ich halt weiter. Okay. Dann verpiss ich mich halt. Tschüss. So eine Scheiße immer, ey. Okay, hier sind scheinbar irgendwelche Special-Einheiten unterwegs. Mein Krokodil gefällt dir nicht. Scheiße. Hallo. Hallo. Hättest mal lieber nicht über mein Krokodil beschweren sollen, Bruder. Alter, wie er weggeflitscht ist. Ich würde sagen, wir haben ein neues Auto. Da kommt noch die Verstärkung. Moin. Moin, Mädels. Danke für die Karre. Okay. Oh, shit. Wollte ich nicht. Okay. Nette Begegnung, schätze ich. So, 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 so. Gut geparkt hier auf jeden Fall wieder die Karre. Klassisch. Was will ich denn damit? Yeah. Okay. Dann kann ich, glaube ich, die Autos reparieren. Ist mir aber Schnuppe. So, wo sind wir hier? Das ist das Hotel, von dem er erzählt wurde? Ah, oh, okay, ja. Was für eine Überraschung. Die Armee ist hier. Wer ist hier? Bambi, ich bin beim Hotel. Bambi? Die Armee aber auch. Ich nehme an, dass... Ist hier irgendwo ein Krokodil oder so? Die kleinen Überraschungen, die das Leben erst... Komm, das sieht doch sehr krokodilig aus hier. Das war mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du? Deswegen mag ich dich, Rojas. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Wer ist Paolo? Was wollt ihr mir erzählen? Okay, hast du einen Helm auf? Vor mir versteckst du dich nicht. Nee, hast du nicht. Enttäuschend. Sniper, du hast aber einen Helm auf. Uiuiuiuiuiui, das war gefährlich, du. Komm, zeig mal deinen Kopf noch ein Stück. Okay, der Sniper ist heiß. Vor allem mein Krokodil läuft ja einfach da rum. Bleib mal hier. Die sehen dich doch, Bruder. Wapo, mach keine Scheiße. Irgendwo hier gibt's wieder ein Puma, glaube ich. Ich höre doch das schon. Hier, ne, hier ist nichts los. Alles gut. Alles in Ordnung hier. Hier muss keiner rausfinden, was hier passiert. Ein Offizier. Du musst vorsichtig sein. Nee, nee, muss ich nicht. Alles in Ordnung. Gar keine Gefahr hier. Bleiben einfach ein bisschen im rohen, hohen Gras und machen hier unser Ding. So. Ja, läuft doch ganz easy soweit. Also... Solange man hier ein bisschen hohes Gras zu verstecken hat, ist das doch gar keine Gefahr. Ja, wo ist er hin? Okay, keine Muni mehr. Muss jetzt switchen. So, da vorne haben wir irgendein Tier. Ein Puma. Hm. Nee. Da drüben haben wir auch noch was. Gehen wir auch noch mal kurz gucken. Vielleicht haben wir hier ein Krokodil. Ja, was auch immer. Freuen wir den Panther. Und den Puma. Komm. Jo, es geht jetzt. Was ist meine Aufgabe eigentlich? Ich muss hier irgendwas finden? So war das nicht so war das nicht geplant, Bruder, du Scheißvieh, Alter. Ja, ich habe dich nicht befreit, damit du mich angreifst, Alter. Ist ja unerhört. Okay. Amerikanische Waffen. Scheiße, die könnte Libertad gebrauchen. Ja. Das sollte ich mir ansehen. Damit haben wir nicht gerechnet, Alter. Juan. Piss dich, Bruder. Ey, ist ja dreist, diese Tiere sollen mir helfen und dann lehnen sie sich gegen mich auf. Multiple Orgasmen, Bruder. Aber mach ich, klar. Dem geht einer ab bei amerikanischen Waffen. Was habe ich jetzt gerade markiert? Ich habe doch irgendwas markiert in der Ferne.
kann ich mir... Hat der Puma sich eigentlich versucht, ins Wasser zu retten? Kann ich mir da ein bisschen Fleisch noch holen? Ja. Aber auch wieder nur beschädigtes Fleisch. Ist doch beschissen. Gebt mir doch euer Puma-Fleisch. Warte, ist das eine Waffenkiste? Kann ich nicht öffnen. Shit. So, was ist meine Mission? Ich muss alles mit Soldatenumgebung ausschalten. Ja, bin ich auf einem guten Weg. Krokodil irgendwo? Nice. Nicer Jump, Alter. So, wer ist denn jetzt noch hier? Hier ist doch gar keiner. Da oben ist was. Crow-Dog! Der Crow-Dog ist da. Komm jetzt aber, komm, komm. Das war ein scheiß Stahlbolzen in die Fresse. Yeah. Ich wette, bei diesem Krokofleisch würde Chorizo ausrasten. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Wir haben es echt geschafft. Oh mein Gott. Der kleine Burrito wird ausreißen. Nein, der heißt irgendwie Chorizo oder Chorizo oder so. Was, jetzt muss ich hier noch einen scheiß Schlüssel besorgen? Was wollt denn ihr von mir? Irgendwo ist ein Safe. Das ist der Safe. Ich muss Soldatenumgebung ausschalten. Okay, dann kümmern wir uns mal darum. Wo waren das jetzt? Da, okay. Der Snipe. Habe ich jetzt die Soldatenumgebung? Ja. Dann verrate mir doch jetzt, wo der scheiß Schlüssel ist, oder? Wie soll ich denn den jetzt finden? Okay, wir gucken nochmal. Wahrscheinlich kann ich das vorher einfach... Nein. Mach nicht so einen Scheiß, Bruder. Kletter doch. Wahrscheinlich könnte ich es vorher noch nicht machen, weil die Umgebung noch nicht von Soldaten frei war oder so. Probieren Sie es einfach direkt nochmal. Vielleicht geht's ja jetzt. Na, das nehmen wir hier noch mit. So. Restaurantschlüssel benötigt. Schmutz. Absolut Schmutz. Jetzt muss ich die Scheiße auch noch suchen hier. Toll. Der hat bestimmt gesagt, wo es ist, aber ich suche mal ein bisschen. Gib mir Zeit. Okay, das sieht doch mal schwer nach dem Schlüssel aus. So. Wunderbar. Und Loot holen wir auch, nehmen wir auch noch ein bisschen mit, so gut es geht. Oh, ein Sturmgewehrschuss nehme ich auch. Medizin habe ich auch gesehen. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Ziel. Zum Objective. Let's go. So, und der Gewinner ist... Yes, ich bin der Gewinner, ganz klar. Maxonia gewinnt. Let's go. Okay, Werbung. Öffne mal die Scheiße hier. Gib mir alles. Oh, Moment, war da nicht gerade was? Ich hab dein Buch. Hauptsache hätte ich noch einen Schlüssel. Hier war doch auch irgendwas. Was. Tiefkühltruhe? Ach so, Kühlschranknachricht. Dass ich mehr drauf hab? Ich muss dir rein. Hier muss ich jetzt irgendwo hinschwimmen oder was? Wo wir uns treffen. Oh, hier hätte ich auch reinschwimmen können wahrscheinlich. Oh, okay. Cool, dass das auch ginge. Yay, ziemlich cool. Naja, gut. Ich muss dir rein gar nichts beweisen. Ja, redet einfach nochmal das Zeug, genau. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Der Nordbrücke? Oh, okay, der Herr. Okay, das war nicht so schlau. Erstmal direkt Vergiftung reingeholt. Das ist nice, gerade mit dem Feuerschuss. Schieße ich da einmal drauf und das Ding regelt sich von selber. Oder auch nicht. Na doch. Ja, doch, fühle ich. Das Buch habe ich doch schon. Was willst du jetzt, Alter? Oh, ich werde im echten Leben niemals in so ein Gewässer hier reinjumpen, ey. 100.000 Krokodile zerfetzen wahrscheinlich sofort mein Arschloch oder so. So, also, schauen wir mal, was der Gute jetzt will. Oh, nimm noch ein bisschen mit hier auf dem Weg. Keine Ahnung, wofür ich Benzin brauche, aber ist ja auch egal. Hier hoch wollte ich nicht, nein. Ne, mir gehört der Hafen. Was willst du jetzt, Alter? Dani Rojas. Das bin ich. Danke, dass
du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du willst das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Via Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben... Das freut mich aber nicht, Bruder. Ja, jetzt reden wir mal Tacheles hier. Beruhig dich. Meine Insel, okay? Ja, krieg dich ein. Krieg dich ein, hab ich gesagt. Kriegt euch alle ein. Holy shit, was ist euer Problem? Jeden Moment, Rojas. Ja, los, komm. Also, die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig. Lächel mich nicht so an, Alter. Zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich habe noch mehr Arbeit für dich. Ja, was sagst du dazu zu deinem schönen Alke? Boom, Junge. Noch mehr Arbeit, Hermit. Ich will nicht sterben. Danny, hier ist Clara. So ist das. Harter Kern oder, harte Schale, weicher Kern oder was, Bruder? Der Nachtschicht? Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Es hat ein bisschen Überhand genommen, aber ich meine, ihr seid selber schuld, wenn ihr euch in das Feuer setzt. Oh oh. Nein! Irgendjemand stirbt gerade. Ihr geht doch halt weg, wenn es hier brennt, oder? Ihr seid doch selber schuld. So, gib mir mal den Loot hier kurz. Warte mal, muss man hier ran. Scheiße, das eskaliert ja schon wieder übel. Gib mir kurz die Mission bevor. Selber schuld, Alter. Was soll ich sagen? Ja, ganz klar. Was soll ich sagen? Ihr seid selber schuld. So, gib mir die Mission, Bruder. Es ist doch gar nicht mehr so schlimm. Na gut. Oder halt auch nicht. Jetzt. Nein. Irgendjemand stirbt schon wieder hier irgendwo. Wunderbar. Gleich explodiert wahrscheinlich noch ein Fass. Ja gut, Leute, dann holen wir uns die Mission bei ihm einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Ne? Ich habe ein paar Kunden, die unbedingt aus diesem Paradies raus wollen. Wenn das ja, cool. Abgeht. Viel Spaß noch in der Hut. So. Gut, Leute, ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Ich meine, wir sind ja ganz gut durchgekommen. Eine Mission ist okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch da ganz gut was geschafft. Das nächste Mal holen wir uns dann den neuen Begleiter auf jeden Fall von dem Krokodil. Da freue ich mich schon mega drauf. Könnt ihr euch auch drauf freuen und ich würde sagen, Leute, dann bis dahin, lasst krachen und ciao, ciao.